Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 945. Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt in den letzten Packs möchte ich hier tatsächlich noch ein paar Highlights haben. Ne? Also hier muss noch mal was richtig Geniales kommen. Acting Director Utaha. Icy Tail, Tokino, haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gezogen. Sudden Revelation Tomoya. Dann Closing the Distance Megumi. Oh, eine RR. und zwar Tale About Achieving a Dream Megumi. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schade in diesem Set mit dem Holo-Effekt, ne? Weil ihr seht es auch hier an den Seiten vom Kopf, wo die Haare nicht sind. Da sieht man den Holo-Effekt, aber ansonsten... Ja, und klar, oben bei den beim Level und hier auch bei der Textbox so ein bisschen. Aber ansonsten geht der Holo-Effekt hier wirklich komplett unter. Utako Kazumis Editor Sonoko. Eine Uncommon-Karte jetzt hier an dieser Stelle. Dann haben wir einen weiteren Uncommon Icy Tail Rango. Nochmal eine Rare-Karte mit Holo-Effekt Blessing Software Utaha. Oder? Ist hier... Das muss ich selber mal gucken. Es ist echt immer schwer zu erkennen, ob da ein Holo-Effekt bei ist oder nicht, aber... Jetzt habe ich hier mal eine Non-Holo. Doch, das ist eine Holo-Karte. Weil oben, ihr seht es beim Level, da... So ganz leicht, ne, wenn ihr da jetzt mal drauf achtet bei der 2. Ich sage ja, der Holo-Effekt, der geht hier wirklich bei vielen Karten komplett verloren. Also der geht komplett unter, ne. Oh, was haben wir hier noch? Schade, ich habe gedacht, eine besondere Climax-Karte, aber es ist auch nur eine Climax-Common. Metronome in Love. Ja, dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.